Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute möchte ich Ihnen nochmal meine Glühbirnensammlung vorstellen, aber etwas ausführlicher und auch mal die Lampen anmachen. Das hier sind die schönen Lampen, das hier sind zwei Fächer. Ich habe natürlich noch deutlich mehr Lampen, die sind unten, das sind aber die nicht so schönen Lampen. Und ja, ich werde die jetzt alle mal nacheinander anmachen. Los geht's mit dieser Lampe hier. Bis gleich. Ja, das hier ist eine Osram Halogen Globlampe mit 45 Watt. Die sieht eigentlich sehr schön aus, weil die so groß ist. Hier im Vergleich daneben eine normale LED oder eine normale Halogenbirne, die ist sehr groß, 45 Watt. Ja, das Geflimmere, das sehe ich jetzt auf dem Bildschirm. Ob man das im späteren Video sieht, weiß ich nicht. Ich sehe dieses 50 Hertz Flimmern zumindest nicht. Ja. Normale 45 Watt Halogen entspricht, ich weiß nicht, ist irgendwie 60 Watt Glühfaden oder so. Weiter geht's. Ja, das ist eine recht alte Osram Kryptonlampe mit 60 Watt. Ich glaube auch etwas effizienter als Glühfaden, weiß ich aber nicht genau. Scheinbar aus Frankreich. Und ja, 60 Watt. Die ist recht klein. Hier im Vergleich wieder die Halogenlampe. Die ist recht klein. Und ja, weiter geht's. Ja, das hier ist ein Philips-Spot mit 100 Watt. Davon habe ich zwei. Die habe ich mal bei eBay gekauft. Beide funktionieren. Auch nochmal hier als Vergleich die Halogenbirne. Ja, der macht ziemlich gerichtetes Licht mit 100 Watt. Ist sehr hell von oben. Und hier jetzt auch nochmal das Nachglühen. Ja, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Und ja, weiter geht's mit einem an nee, anderen Strahler. Ja, das Ganze hier ist ein Osram Flut mit 150 Watt, also kein Philips. Davon habe ich nur einen. Der sieht, finde ich, deutlich schöner aus, als auch vom Zustand. Ist etwa ähnlich groß wie die Philips. Hier im Vergleich die Halogenbirne. Etwas heller und das Licht ist nicht ganz so auf dem Punkt, weil es ist ja ein Flut. Ja, man sieht schon sicherlich deutlich heller. Und auch hier noch einmal das Nachglühen. Ja, das hat man schön gesehen. Weiter geht's. Ja, das ist, finde ich, eine sehr schöne birnenförmige Glühbirne. Sehr groß, allerdings 200 Watt, also recht hell, des Herstellers Nava aus der DDR. Die ist klar. 200 Watt. Ja, ist sehr hell. Mal sehen, ob man ein Nachglühen sieht. Ah ja, das sah schön aus. Weiter geht's mit einer nächsten Nava-Lampe. Ja, das hier ist eine UV-Mischlichtlampe. Die erzeugt UV-Licht. Ich weiß nicht, UVB oder UVA oder irgend sowas. Das ist zumindest auch von Nava eine Quecksilberdampf-Mischlichtlampe. Sehr groß ist die. Und ja, ich versuche mal nicht so doll reinzugucken. Die muss auch eine Weile brennen, bis man sie wieder ausmachen darf. Ja, mit 300 Watt meiner Meinung. Jetzt läuft auch langsam der Brenner an, der Quecksilberbrenner. Sieht man auch noch ist eher die Glühwendel, die hier als quasi Ersatz eines Vorschaltgerätes dient. Und ja, ich lasse die jetzt mal noch eine Weile an. Weiter geht's. Ja, das hier ist eine Halogen von Osram von Philips mit 140 Watt, was für die Bauform recht viel ist. Und mit zwei Gefäßen hier als Vergleich, die normale Halogen ist genauso groß. Hier sieht man nur ein Gefäß, hier zwei, ja, 140 Watt. Das sieht man auch eindeutig, dass es 140 Watt sind. Nochmal deutlich eine Stufe heller als 100 Watt entspricht die 160 Watt normaler Glühbirne oder so. Ja, hat auch nachgeglüht. Weiter geht's. Ja, das hier ist eine Paulmann 9 Watt Energiesparlampe. Da ist das Besondere, dass man hier diese Glashülle abnehmen kann. Ja, die ist auch recht ineffizient, entspricht 25 Watt Glühbirne, schlechte Energieklasse. Aber die sieht halt sehr schön aus für eine Energiesparlampe. Die braucht auch typisch immer eine Weile, bis die angeht.
von unten nach oben. Auf dem Video sieht sie heller aus, als sie in Wirklichkeit ist. Es gibt aber noch Energiesparlampen, die brauchen noch deutlich länger. Macht auch ein relativ schönes Licht. Besser als diese Billigdinger. Ich bin trotzdem nicht so der Fan von Energiesparlampen. Weil die sind nicht so effizient wie LEDs und enthalten giftiges Quecksilber. Ja, ich denke, die ist jetzt hell genug. Da glüht natürlich nichts nach. Und ja, weiter geht's mit der nächsten Birne aus dem nächsten Fach. Ja, das hier ist eine 40 Watt Retro-Glühbirne. Ich glaube, direkt aus China. Das sieht man, die hat nicht etwa schon so viel gebrannt. Die hat fast noch gar nicht gebrannt. Die soll so aussehen. Das macht sie natürlich auch deutlich dunkler. Ja, mit so einem schönen, sehr langen Glühfaden. Wenn man das sieht, könnt ihr die irgendwann mal putzen. Und ja, macht, finde ich, wirklich ein sehr schönes Licht. Hat eine normale Größe. So wie die Energiesparlampe übrigens eben auch hatte. Und ja, glüht da was nach? Ja. Bis, ja, dann kommt jetzt die nächste Retrolampe, die so ähnlich aussieht. Ja, das hier ist eine Retrolampe mit E14-Sockel. Die sieht etwas der anderen ähnlich. Die hat auch nicht so lange gebrannt, sondern das war so. Hier hat die quasi so einen Zipfel. Kann natürlich leicht abbrechen, das ist ein Nachteil. Hier im Vergleich zu der Kerze daneben ist ähnlich groß und ja, macht auch ein ähnliches Licht wie die andere von eben. Ja, falsche Lampe. Ja, hat auch so einen langen Faden. Habe ich mal im Euroshop gekauft, gibt es da nicht mehr. Und ja, weiter geht's. Ja, hier haben wir eine sehr alte Osram D. Ich weiß nicht, von wann die ist. Sieht etwas sogar nach 60er Jahre aus, die Verpackung mit 60 Watt. Sieht eigentlich, außer der Verpackung sieht man gar nicht, wie alt die ist. Hat sich kaum was verändert. Hier ist auch ähnliche Größe, vielleicht etwas größer. Und ja, außer dass sie so alt ist, halt eine normale 60 Watt Lampe. Was bei dieser Lampe allerdings sehr schön ist, erstmal hat die hier diesen Messingsockel, was früher so üblich war, und ist das, und diese Isolierung hier ist aus Glas. Ja, weiter geht's. Hier haben wir eine General Electric 25 Watt. Ich weiß nicht, von wann die ist. Vielleicht 70er Jahre oder so etwas. Sieht ähnelt auch einer halt einer normalen 25 Watt Birne. Da hat sich mit der Zeit nicht viel geändert. Ja, was mir hier auffällt, ist die 40 Watt getönte war nicht viel heller als diese ungetönte 25 Watt. Ja, weiter geht's. Ja, das hier ist eine Lampe, die ich zeitlich nicht so einordnen kann. Das ist eine 100 Watt Lampe. Und was hier sehr komisch ist, ich weiß nicht, ob sie aus dem Ausland kommt, 235 Volt. Die anderen sind die meisten 220 Volt. Sind sie natürlich an 230 Volt etwas heller, wahrscheinlich aus dem Ausland. 235 Volt hatten wir hier nämlich nie. Ja, sonst eine normale 100 Watt Birne, auch ähnlich groß wie die moderne. Und ja, macht halt 100 Watt. Ja, weiter geht's dann mit was etwas modernerem. Ja, die ist nicht so spektakulär. Das hier ist so eine Feuerflammen-LED. Wenn die einmal anmacht, dann sieht die so aus, schön nach Flammen. Sieht auch vom Weiten recht realistisch aus, realistischer als andere. Wenn die dann schnell aus- und anmacht, wechselt sie in diesen Modus, wo sie bloß hell und dunkel wird und man keine Flammen sieht. Ja, weiter geht's mit zwei Autoscheinwerfern. Bis gleich. Ja, das hier ist ein normaler 55 Watt H7 Autoscheinwerfer für 12 Volt. Nur mit einem Glühfaden und ohne Reflektor. Hier am Labornetzteil einmal angeschlossen. Ja, richtig schön hell. Das Labornetzteil schafft das. Verbraucht 3,8 Ampere. Und ja, weiter geht's mit dem nächsten Autoscheinwerfer. Ja, das hier ist der Vorgänger von dem H7. Findet man häufig in älteren Autos. Wen's interessiert,
für 95 Cent bei Moor Bilsen gekauft. Hier sieht man schön die zwei Glühwendeln. Einmal hier die eine mit Reflektor. Ich glaube irgendwie die hat 60 Watt. Und hier die unten mit 55 Watt, die normale. Das hier ist die obere Glühwendel. Der Reflektor ist ja jetzt nach oben. Wird alles rundherum wird schwarz gestellt. Und das hier ist die untere Glühwendel ohne Reflektor. Wirkt natürlich dunkler auf der Kamera, ist aber genauso hell. Und wenn beide macht, nee, geht das Netzteil in die Strombegrenzung und regelt auf 5 Volt runter. Das schafft es dann nicht. Ja, das war's dann mal wieder mit meinem Video. Ich hoffe, Ihnen hat es auch diesmal gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.